Ja, servus Leute und herzlich willkommen zum nächsten Video. Ja, wir haben mittlerweile schon wieder Sonntag. Ja, ich habe bislang noch nichts weiter gefilmt. Ist auch nicht wirklich was passiert, was sehenswert gewesen wäre. Aber ich habe mir gedacht, ich könnte das jetzt auch mal filmen, weil den einen oder anderen interessiert es ja vielleicht, wie das ausschaut da innen. Und ja, wir bauen heute das Kabel oder Schutzmittel um. Ja, ich habe ja schon mal gesagt, das Kabel da ist eigentlich zu kurz. Das ist zwar alles schief verlegt, schaut aus wie Sau, ist klar. Sie war gelb. Ja, jetzt ist er weiß. War alles schief verlegt, schief verkabelt innerhalb, null Problem. Aber ja, halt mit 3 Meter doch ein bisschen zu kurz. Neue Stecke und alles ist ja drauf. Ich habe ja gesagt, eigentlich habe ich da dazu keine Lust, das jetzt schon wieder umzubauen, weil ich es erst gemacht habe. Aber ja, ich habe gesagt, ich habe mal ein Kabel gekauft. Habe ich das gesagt? Ich denke schon, dass ich es gesagt habe. Das liegt da. Ja, H07. Gummileitung quasi. Also auch sowas da. Das ist ein 4x25. Langt vollkommen. 4x25. 25, 32 Ampere belastbar. Das ist eben nur so ein kleiner Motor mit 5,5 kW. Also der hat nicht die große Leistung. Von daher lang da ein 2,5 Kabel. Größer muss nicht sein. Und was soll ich mit größer? Kriege ich dann auch nicht in die größere Steckdosen rein. Zumal ich da oben gar keine größere Dosen habe. Ich habe da zwei 16er CE-Dosen. Größere sind gar nicht da. Brauchst eigentlich auch nicht, weil wie gesagt, die zieht nicht mehr. Der Motor da unten hat die Silberleistung und läuft jetzt Zeit. Die alte Mühle war Baujahr 64, glaube ich, seit 1964, mit einem ganz normalen, ja, 2,5er Kabel. Also warum soll ich jetzt dann an der Mühle oder was anderes machen, wenn der Motor im Endeffekt ist selber größer, das ist ein ausgeschmissenes Geld. Mehr für Kupfer ausgeben, was du da gar nicht brauchst, das ist ein Blödsinn. 2,5 Quadrat langer vollkommen, da kann ich wie gesagt 230 Ampere drüber jungen, wenn ich mich hätte. Und ich habe ja eh plus 16 Ampere von den Dosen, also wurscht. Die läuft ja sowieso über Stand 3 Schaltung. Also du schaltest sie ja quasi ein auf Stand und dann schaltest du sie um auf Dreieck. Ja, dass er erst einmal nicht gleich den vollen Strom aus der Steckdosen zieht, weil sonst machen sie quasi platt. Wobei ich glaube, das macht halt da wahrscheinlich auch nichts, weil solange es alle ist, macht es überhaupt nichts. Die da vorne, die hat ja bloß den Schalter gehabt, hat direkt angeschmissen. Gut, bei der muss da jetzt dazu sagen, die muss da eine Schlägel da innen noch, bei der anderen, die Trommel bzw. die Staff oder alten Mühlen, die waren ja rund, die Schlägel da, die haben erst einmal eine Umwucht, bis er sich dann nach außen gedreht haben, bis er richtig drehe, aber, ne, wie gesagt, alles Theorie. Funktionieren dazu oder so, und wir bauen jetzt das Kabel um, bevor wir jetzt da lang schwafeln. So, in erster Instanz machen wir mal den Deckel runter, dass wir innen ans Kabel nachkommen. Nehmen wir mal ein SLBZ dazu. Zack, 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 zack. Erste Schraube. Wichtig natürlich, wenn man sowas macht, stecken nicht in der Steckdosen lassen. Macht man nicht. Das wäre ja selten dämlich. Aber gut. So. Seht ihr schon, außen ist der Deckel direkt dreckert. Der hat eine Gummidichtung innerher. Ist schön abgedichtet. Innen ist gar nichts, so muss das sein. Ist auch eine Verschraubung drin, so wie es sich gehört. Dann passt das. Ja, wie schaut es jetzt da hinten aus? So schaut das Ganze aus. Ich habe da L1, L2, L3 geklemmt und mein PE-Licht da unten. Deswegen bloß eine 4-adrige Leitung. Was soll ich mit einer 5. ordnen? Die nutzt mir gar nichts, die hängt dann da innen los herum. Blödsinn, brauche ich nicht. Ja, an N gibt es nicht, deswegen eben, wie gesagt, 4 Ordnern. PE ist wichtig, L1, L2, L3, die drei Phasen. Ja, die klemme ich jetzt einmal ab, dann können wir das Kabel nach unten rausziehen, Verschraubung wieder aufmachen, wieder rausziehen. Ja, da hätte ich mir vielleicht dann noch eine andere mitnehmen sollen. Das ist ein wenig so ein schöner alter, beschissener, aber gut, die war da irgendwie geh. Ein wenig Friemel, kriegen wir hin.
So. Das Kabel bin ich jetzt. Wo ist er denn? So. Dieses Mal der erste Streich. Und der zweite führt zugleich. So, noch ein Messer. H07 Gummileitung, 4x25. Ja, schön flexibel, Gummileitung ist wichtig. Nicht an dem Korbel nehmen, weil das, wenn es davon nicht piekst, bricht. Ölflexkorbel wäre auch eine Möglichkeit. Hat aber den Nachteil, wenn du das x-mal am Boden rumscheuerst, dann ging die auch kaputt. Und das, oder das sind, ja, wie die quasi, die Außenstecker, die es halt gibt, die sind speziell für sowas gedacht. Die sind belastbar, haben eine richtige Isolierung. Und genau das will ich hier nehmen mit ihm. So, der erste Schritt ist jetzt, weil es gerade so schön passt, das Kabel da abisolieren. Genauso lang wie das andere abisoliert war. Weil das hat schön gepasst. Zack, bis dahin müssen wir. Das Messer ist über stumpf. Stumpfes Messer ist kacke. Ja, das ist mein Allzweckmesser. Zum Silo-Ballen aufschneiden, Heuballen aufschneiden, Bobbel arbeiten. Ich nehme es manchmal als Schraubenzieher. Ja. Die Allzweckwaffe schlechthin. Das ist sowas. Da kann das schon mal sein, dass das stumpf ist. Da muss man es halt ein wenig hochschärfen. Jetzt muss ich allerdings aufpassen, weil wenn es jetzt gescheit scharf ist, nicht, dass ich meine Kurbel gleich immer beschädige, wenn die Isolierung vom L beschädigt ist, schneide ich das Kurbel lieber ab, als dass ich dann mit einem kaputten Kurbel hantiere. Das muss nämlich blöd ausgehen. So. Schauen wir mal, ja, Kabel biegen, ne? Mir nicht mehr gut. Ja, das haben wir dann doch schon. Zack. 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 Okay, da wegen Übung dazu. Darf man nicht mit viel Druck arbeiten. Das Messer, wenn es scharf ist, ist ideal. Dann wirklich bloß ganz sanft drauflegen. Und ritzen, könnte man sagen. So. Und das Kabel schnappt dann, wenn es ein wenig so unter Spannung ist, von ganz allein auf. Und gibt die Adern innerhalb frei. Beziehungsweise die Leitungen. Ist er offen und ich muss beschädigt.
Nö. Alles top. Perfekt. So, wovon nehme ich denn einfach abziehen? Das ist der, die Außenhüllen von der Isolierung. Tja, wie gesagt, die ist relativ dick bei der H07, aber trotzdem flexibel. Soll ja irgendwas aushalten, das Ganze, also wenn es über den Boden scheuerst, soll es ja nicht gleich kaputt gehen. Gut. Dann habe ich jetzt noch meine einzelnen Leitungen. Brauchen wir mal diesejenige welche. Dann brauchen wir ohne Enthülsen. Die gehen mal langsam aus. Die muss ich wieder neu kaufen. Und eine Presszange. Ja, wer sich fragt, wo ich das ganze Werkzeug da eigentlich hier habe. Ihr wisst, ich habe als Elektrohelfer, da hat man einfach ein wenig so Werkzeug. Und ich habe mir vor, war schon ein bisschen her, vor längerer Zeit einmal, vom Bekannten, der hat Werkzeug übrig gehabt, einen ganzen Schwung gehabt und natürlich, was man selber noch gebraucht hat, wo man gesagt hat, das möchten wir auch haben, selber noch angeschafft. Ja, AD-Enthülsen sind hinten isoliert, mit so einem Plastikhaum. Drüber schieben. Dass vorne die Drähtler nicht ganz rausschauen, aber schon bis vorne dran sind. Also nicht, dass die jetzt da im hinteren Drittel da irgendwo versteckt sind, sondern die sollen schon möglichst weit vor. Presszange. Halt. Zack. So, machen wir jetzt viermal. Ah, immer schauen, dass alle Drähtler mit drin sind. Nicht, dass man da isoliert und da hängt noch ein Drähtler irgendwo neben davor. Das kann nämlich unter Umständen dann einmal knallen. Ist zwar nur für einen kurzen Moment dann der Fall, aber ja. Was nicht muss, muss nicht. Der hätte weiter abisoliert, sag ich hin. Oder knapp. Noch ein bisschen da. Die können passen. Dann war es das schon. Viermal Orderenthülsen drauf. Warum macht man Orderenthülsen drauf? Wenn man die Klemmen zuschraubt, ist es nicht so schön, wenn die Einzeldrehler drin sind. Die werden gequetscht, teilweise rutschen sie raus. Und es besteht immer die Gefahr, wenn das dann doch einmal ein wenig. Es darf eigentlich kein Zug drauf kommen, aber wenn doch einmal blöd gezogen wird, dass sie rausrutschen und die Orderenthülsen verhindert es. Bündelt das Ganze schön zusammen, man hat einen sauberen Kontaktpunkt, lässt sich viel schöner anklemmen. So, in nächster Instanz bauen wir die Verschraubung zusammen. Ja, das ist nicht die schönste Verschraubung, da hätte ich mal eine andere gönnen können, habe ich aber nicht dran gedacht, ehrlich gesagt. Deswegen halt die alte Lumpe da einfacher. Aber die hält dicht, die macht Zugentlastung und das ist ja der Sinn und Zweck dahinter. Solange das funktioniert, ist alles gut. Weil ihr habt ja gesehen, Staub war keiner drin und die Maschine ist ja jetzt doch schon Pomo gelaufen. Jo, macht man halt die Verschraubung da wieder drauf. Die funktioniert ja. Wenn gleich vielleicht nicht
Die beste Verschraubung der Welt, aber. Bevor jetzt das Ding wieder liegen los und noch eine Verschraubung und ach. Ihr wisst schon. Das ist keine Sparmaßnahme. Das ist jetzt einfach bloß Faulheit, gebe ich zu. Man könnte natürlich jetzt schon eine BG20 kaufen. Ich glaube BG. Was ist denn das Ding? Keine Ahnung. Die alten Verschraubungen halt, weil die neuen passen doch nicht. Könnte man vielleicht sogar in der Firma rumliegen. Aber wie gesagt, die alte hat uns da. Man muss nicht alles austauschen. Kostet auch alles Geld und hat Geld gekostet. Was man verwenden kann. Wie gesagt, ich gebe zu, ist jetzt Faulheit. Aber das tut nichts zur Sache. So. Also die Verschraubung, wenn drin ist, die ist ziemlich stramm. Die hält dann auch was. Keine Angst. So. Das Kabelende lässt man mal ein kleines bisschen nach innen stehen. Das heißt jetzt nicht 5 cm, sondern das soll schon innen rausgucken. Das ist so, ja, ich sag mal, circa 5 mm oder sowas noch innen guckt, dann war es mir auch sicher, dass es in der Verschraubung sauber drin ist. Dann war es mir auch sicher, dass es gut geklemmt wird. Weil das ist natürlich schon Sinn und Zweck. Weil die Verschraubung dient ja, wie ich schon sagte, auch als Zugentlastung in gewisser Weise. Vielleicht sollte man jetzt eine Harnisch umnehmen. Das glaube ich, ist schon fest. Und die Zugentlastung funktioniert nur richtig, wenn das Kabel natürlich auch richtig geklemmt ist. Perfekt. So. Gut. Dann geht es wieder ans Anklemmen. Ja, ist jetzt bei der Leitung eigentlich ganz einfach. Grün-Gelb ist PE. Sitzt dann auf dem Gehäuse, also quasi auf der Schraube da unten oder der Schraube da oben, je nachdem wie man will. Dann habe ich hier drei unterschiedliche Leitungen. Braun ist in meinem Fall L1, schwarz ist L2, grau ist L3. So ist es eigentlich gedacht. L3 ist ganz hinten drin. Keine Ahnung, ob man jetzt überhaupt was erkennt. So, das ist jetzt wieder ein bisschen ein Gefriemel. Geht. Sabbel nicht da rein. So, die Klemmen innen werden dann angezogen. Fest sollten sie auch schon sein. Aber dran denken, noch fest kommt ab. Bis zu einem gewissen Punkt, dann ist Schluss.
Es gibt normalerweise heutzutage bei den meisten Verschraubungen auch eine, oder ich sag mal, bei den meisten Schalter und Klemmen ist meistens draufgeschrieben, mit wie viel Newtonmeter, dass man es anziehen darf. Gibt es ja bei verschiedensten Herstellern, mit denen wir erben. Eaton zum Beispiel ist oft einmal dabei, zum Beispiel 14 Newtonmeter oder 20 bei verschiedenen Verschraubungen. Wir hatten jetzt letztens auf der Arbeit einmal was angeklemmt. War 5x, was war denn das? 5x40 oder irgend sowas? Ja, ich glaube 5x40 Quadrat. Nee, Quatsch, 4x50 Quadrat, sorry. Ja, 4x50 Quadrat. Die haben wir angezogen mit 220 Newtonmeter. Ja, ich lege mich dazu. Also, wir reden da jetzt nicht von Anzugsdrehmomente wie bei einem Rad vor einem Bulldog. Schon gefühlvoll, aber auch so, dass die Kabel fest sind. Prüfen kann man das Ganze noch einmal, indem man dann am Kabel noch mal ein bisschen anzieht. Wenn es nicht mehr rausrutscht, dann kann man sicher sagen, dass es auch drinnen ist. Weil manchmal kann es doch passieren, man hat die Klemme nicht gescheit erwischt, zieht dann den Kabel an und hat es gleich wieder in der Hand. Hat zum Beispiel das Kabel neben die Klemme gesteckt, neben die Klemmblöcke. Sowas kann ja mal vorkommen. Und das sollte man natürlich vorher prüfen. Wie gesagt, sonst könnte es natürlich unter Umständen passieren. Man schaltet das Gerät ein und durch die Vibrationen wackelt sich das Ganze raus. Und im schlimmsten Fall macht es halt dann einmal BUM. In der Hoffnung, dass dann die Sicherung fliegt. So. Der ist auch fest. Schau mal, dass die Isolierung hinten nicht mit reingeklemmt wird, weil Isolierung leidet nicht. Sagt er der Norma schon. Die isoliert. Den PE hätte ich jetzt theoretisch kürzen können. Ich hätte ihn jetzt direkt hinlegen können. Ich lasse ihn wieder so lang, wie er jetzt ist. Schade da nicht. Kann ja sein, dass man irgendwann das Kabel einmal woanders braucht. Eher unwahrscheinlich, weil ich verbaue das jetzt da und da bleibt es auch. Aber für den Fall des Falles, dann kann ich es direkt woanders anklemmen und habe da nicht irgendwie ein Endwurst zu kurz ist und muss wieder groß abisolieren. Und im Fall vom PE ist das jetzt auch nicht schlimm, wenn ich da ein wenig Schlaufen unten neilig. So. Der ist auch fest. Alles schön neilig. Dann ohne Deckel wieder drauf. No, hier. So. Ja, alles recht mehlig. Aber es ist halt so, das ist eine Arbeitsmaschine, die jetzt schon ein paar Mal im Betrieb war. Darf man sich natürlich dann in dem Beruf auch nicht davor scheuen, dass man mal ein wenig dreckig wird. So viel gibt es Hafen und Wasser. Die muss ich halt wieder waschen. So, der ist wieder drauf, wieder zu. Da kommt später dann wieder ein Kabelbinder noch einmal rein, zusätzlich als Entlastung. Dann ist es wirklich richtig schön fest. Den muss ich mir noch aus der Halle unten holen. Ja, ich zeige da was und ihr seht das gar nicht. Also da soll dann wieder ein Kabelbinder rein, dass das Kabel da noch einmal ein wenig entlastet ist. Weil, wenn die angesteckt ist, oder das Kabel ist so darüber gelegt und du reißt da mal ein wenig an, dann reißt du nicht direkt an der Verschraubung, sondern hast du erst einmal einen Kabelbinder, der das Ganze noch einmal damit abfängt. So, seht ihr schon, 6 Meter Kabel ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Im nächsten Schritt brauchen wir dann noch einen Stecker. Das sind schöner Stecker, oder die neue. Den werden wir jetzt dann gleich einmal aufmachen. Und der kommt auf das andere End drauf. Und dann kann ich das Kabel
ganz bequem da hinten am Boden entlang legen, hinter die Mülltonne und in meine Steckdosen. So, zum Aufmachen brauchen wir einen Schlitzschraubendreher. Sperre aufmachen. Verschraubung, Zugentlastung unten lösen. Zack. Dann kann ich noch aufmachen. Und das sind jetzt die Neuer. Die werden einfach bloß mit dem Schraubenzieher eingeklickt. Quasi hochdrücken. Ja. Und einfach rausziehen. Das sind schöne Stecker. Die braucht man nicht mehr groß. Ob isolieren die Kabel, die werden bloß neu gesteckt und dann passt das auch schon. Ne? Geh raus. Tut doch nicht. Ja, zur Not kann man die ganzen Dinge da rausnehmen, falls da mal Kabelrestler drin abbleibt. Ist aber alles sauber, dann habe ich zu den weit rausgedrückt. Jetzt habe ich noch ein bisschen neu gedrückt. Ah, nicht. Ja, Klemmreihenfolge ist da Aglo. Braun ist da L1, schwarz war L2, grau war L3, PE ist logisch. Rausziehen, zack, zack. Dann haben wir da einmal den Stecker selber. Deckel hinten drauf. Die Verschraubung und diese Zähne gerutscht. Und da ist das selber Spielchen wieder. Kann ich mal wieder als Beispiel nehmen. Das Alda-Kabel, was jetzt drin war. Genauso abisolieren. Und dann passt das nämlich schon wunderbar. So, jetzt mit dem scharfen Messer natürlich nicht die Finger mitschneiden. Das wäre blöd. Auf der Arbeit mache ich sowas mit einer Cuttingmesse. Geht bei Gummileitungen und Ölflex meistens schöner wie ein Yukari. Das Yukari funktioniert oder welche der dicken Isolierung eher schlecht. Gibt es das Yukari Messer, das könnte man nehmen, aber das ist ein wenig eine Spielerei, welche den Glanz und auch Kabel durch. So, und jetzt geht das Telefon. Ja, das war der Vorteil, ich weiß nicht, was ihr wollt. Wo steckst denn du? Und ich hab gesagt, wo? Da hat er nichts mehr gesagt. Alles klar. Ja, das Kult ist störrisch. So, und dann haben wir das nämlich schon. Einmal
Zweimal. Dreimal. Einen Schrank hier. Kabel, wie gesagt, nicht abisolieren. Wird reingesteckt, bis es da unten sichtbar ist. Halten Schraubenzieher von unten und runterdrücken, dass es bündig drin ist. Kabel fixiert, Kabel hat Kontakt. Das ist alles. Wie gesagt, es sind wunderbare neue Stecker. Die sind richtig genial. Früher wurden die ja noch mit so, ja, ich möchte sagen, wie so Lüsterklemmer innerher mit Schräubplatz im Ohr ziehen. Du musstest abisolieren, oft einmal hast du noch passende Ohrenhülsen gebraucht. Na. Spart man sich jetzt so alles. Dann haben wir das nämlich schon. Sind sie schon drauf. Zuschrauben. Einrasten. Kabel ein kleines bisschen mit Neustaufen. Schraubung zumachen. Zugehen lassen gegeben. Fertig. So, größer ausstecken, probieren. Sollte normalerweise wieder funktionieren. So, das Kabel habe ich verlegt, Kabelbinder habe ich neu gemacht. Das Kabel da auch nochmal fixiert, dass wenn jetzt da eine anreißt, das nicht direkt weg kann. Jo. Licht jetzt da hinter. In den Motor rum, da rüber. Rüber, runter, runter, runter. 5 km viel zu viel. Steckt in der Dose drin. Kein Kabel mehr, was quer da so rüber gespannt ist. Sondern jetzt liegt es wirklich da hinten am Boden. Theoretisch könnte ich jetzt dann auch noch ein wenig hier variieren. Hier und her fahren, wie ich lustig bin. Und es passt. Und jetzt schauen wir mal, ob das Ding wieder läuft. Also Stand Dreieck, habe ich gesagt. Normal sollte er richtig rumdrehen. Könnten wir mal prüfen. Weil ich habe eigentlich an der Drehrichtung nichts geändert. Wenn ich jetzt L3 und L1 tauschen würde, zum Beispiel, könnte ich die Drehrichtung ändern. Schauen wir mal, ob alles passt. Das ist Drehrichtung. Jo, passt. Drunter kutschen. Bremsen rein. Passt. Ja. Mehr ist nicht. Ja, so. Kabel ist 5 km zu viel. Sehe ich da schon da liegen, aber. Lieber ist ein wenig zu viel als zu wenig.
3 Meter wird es ja kurz, 6 Meter ist viel zu lang. Aber jetzt liegt es da hinten schön an der Wand. Ich kann es theoretisch noch einmal anders verlegen. Vielleicht auf dem Gestellzirkor fixieren oder so. Mal gucken. So, die dreht aus. Selber gebaut, Akstellage funktioniert auch. Ich habe, wie gesagt, da wieder geschrubbt. Immer recht staubig. Zack. Und das Überleerer, was noch drin haben, einfach da mit drüber. Ja, genau. Das war's dann schon. Und ist die fertig. Passt. In nächster Instanz muss ich jetzt einmal noch den Hubkneter machen. Da haben wir 3 neue Riemer bestellt. Die sind aber am Mütze kurz. Die hätten länger sein müssen. Und jetzt hätte ich die Möglichkeit, entweder den humanerer Riemer zu bestellen, die exakt passen. Oder ich baue den Hubkneter ein wenig um. Das heißt, unter den Motorblock ein paar Scheiben drunter und ein wenig auch hin. Mal gucken. So Leute, wir haben mittlerweile Donnerstag und ja, die Zeit hier rennt und rennt und rennt. Ja, was ich euch gar nicht gezeigt habe das letzte Mal. Ich habe einen Siloballen drauf. Das war ja alles ziemlich schnell und übereilt, noch in die Arbeitsklamotten. Also nicht in die alten Stollklamotten, sondern in die Arbeitsklamotten verfahren. Ich bin vor der Arbeit angekommen, habe meinen Bruder gesehen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, wir könnten eigentlich an für die Siloballen unten rauf da. Meine ist leer geworden. Da hätte ich den gleich. Wenn man zu zweit ist, geht es schöner, als wenn es da lag. Das ist ja kein Problem, machen wir es halt gleich. Ja, was haben wir gemacht vor einer Woche? Ja, letzte Woche, ich glaube Anfang letzter Woche war das. Haben wir den rauf, an für die Eigner. So liegt das Ding. Ja, mittlerweile schon ziemlich verfüttert, ich denke. Ja, bis Anfang nächster Woche war der Leser, also circa 2 Wochen wurde dann gelangt. Also 1,10 Meter, circa 2 Wochen. Also ich denke, die nächsten könnte ich dann vielleicht sogar einen kleinen dicken Größer machen. Vielleicht auf 1,20. Na, mal schauen. 2 Wochen ist ja kein schlechter Schnitt, muss man so. Ja, wenn ich euch den schon zeige, ich habe was dazugelernt. Ich lasse mir natürlich gerne mal was sagen und habe Tipps aufgeschnappt. Und ich bilde mir ein, der Bachgauer war das. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen genannt. Aber ich denke, er hat geschrieben, mit Misthaken geht das wesentlich einfacher. Und ja, einen Misthaken habe ich ja. Mit dem Misthaken das Ding Bratzer machen. Ja, geht auch deutlich schöner. Oh ja, ist voll. Geht auch deutlich schöner. Weniger Plagerei. Funktioniert viel einfacher, unkomplizierter. Kann die, darf ich einmal? Entschuldigung. Ich denke allein mich. Ui. Jetzt halt. So. Ja, geht auf jeden Fall einfacher und unkomplizierter. Da kriege ich deutlich schneller das Zeug raus, als wenn ich es mit den Fingern rauspoppel. Also für den Tipp auf jeden Fall recht herzlichen Dank. Und wen auch immer das ist, wo. Falls ich jemanden falsches genannt habe, tut mir es leid. Falls ich den richtigen genannt habe, auf jeden Fall auch danke. Genau. Ja, Kisten für die Schweine. Und zwar einmal für die Kühe. Ja, da ist schon mal Schrot. Das ist für die Säumit. Für morgen dann. Genau. Ja, und dann, weil ich jetzt einmal runter gehe. Es wird schon wieder dunkel, duster. Mal schauen, ob wir uns gleich nochmal sehen. So, und jetzt sind unten beide Schweine. So, da sind wir. Ja, ja. Die haben gerade ihr Futter gehabt und bilden sich aber noch mehr ein. Was von der Größe. Und ja, die sind immer noch bei der Oma. Na, ich habe immer noch ein paar Box gebaut, weil ich mir sie nicht aus dem Ärmel schütteln konnte. Vor allem in den Platz, wo ich eine Box baue. Ja, das habe ich ja nicht mehr lang. Wir haben jetzt schon gleich Februar. Schauen wir mal. Außerdem habe ich eventuell noch einen Interessenten, der noch vielleicht welche möchte. Mal gucken. Und wenn nicht, das überleben wir, sag mal, gell Oma? Gell Oma? Du bist ja eigentlich ein ausgeglichener Sau. Ne? Na gute. Ja, die waren schon. Frisches Stroh. Müsst ihr es immer da vorschieben? Ihr seid Knallköpfe. Ja. Das ist auch frisch eingestreut, aber bei meinem anderen Vogel hinten
Heute habe ich wieder Hut auf. Warum habe ich Hut auf? Ja, es pisst. Ja, Schnee hat es gegeben. Jetzt haben wir wieder Regen. Das übliche. Ja, ich muss da draußen nur schnell wegkehren. Meine Arme mitten auf. Dann ist Feierabend für heute, habe ich es geschafft. Ja. Ich bin euch schon wieder was ein. Ne? Boah, soll es halt nur ein voll Silo kriegen. Ne? Ich will das nicht. Sollen sie ja nicht. Ich habe ja schon genug gehabt heute. Das ist ja nicht so. Aber Schreier und Brüllen können sie ja gut, ne? Und der wohl da noch ein wenig was, gell, mein Gute? Ist der Feine. Und Gruße. Gut. Ja, dann haben wir das da. Ei für die Hühner haben wir auch. Tada. Ja, im Moment legen sie auch 200 Füll, aber die legen. Und ich habe leider Gottes immer noch ein paar Hähner dabei, die machen Eier kaputt. Ich weiß auch welcher. Und ich kenne zwei Möglichkeiten. Naja. Schauen wir mal, was noch kommt. Ich hätte ja sowieso Interesse. Ich möchte ja eventuell auch mal Augsburger Hühner. Oder was auch interessant wäre, was ich mir schon angeschaut habe, das sind die Triestaffer. Ja, mal gucken. Mal sehen, was wir hier kriegen. Gut. Das war's für Donnerstag. Ja Leute, wir haben mittlerweile Freitag und ja, ich bin gerade beim Viecherversorgen. Ich habe denen da gerade ein Heu rein. Jetzt kriegen sie auch gleich noch ein Silo. Da war ich gerade drüber. Ja, und was ich jetzt gerade gefunden habe, das, ja, das trifft auf den Titel von dem Video zu. Ernste Sache. Das ist eine Kadermesse. Ich habe mir einen Misthaken angesetzt. Und ziehe ich das Ding dabei mit raus. Ich bin mir ja nicht sicher, ob es Absicht war. Das will ich niemandem unterstellen. Vielleicht hat es auch nicht bloß verloren. Kann ja sein. Akademesse im Futter. Bei mir ist kein Problem. Ich finde sowas mit, naja, ich sage mal 70%iger Wahrscheinlichkeit, ob ich die Chance, ich finde es. Ein Gruserbetrieb, der richtig auch Ballen presst, der wenn sowas drin auch hat und der tut den Ballen im Ganzen geben, oder der gibt es in eine Futterraufen, dann findet er das Ding nicht, wenn es nicht um drauf liegt. Dann ist das irgendwo mittendrin. Das Ding ist jetzt natürlich nicht ganz so gefährlich, sage ich einmal. Die Klinge ist verrost, die steckt da innen, ist scheinbar abgebrochen. Aber es hat nach wie vor scharfe Kanten, es ist Plastik. Und man weiß ja nicht, die Kuh, das Rind, das Pferd, die, bei mir ist es kein Problem, es sind die Netze drin, aber hat nichts passieren. Aber wenn du jetzt so einen Ballen im Ganzen drin hast und die gehen auch noch und ziehen das raus und haben das in der Gosch drin, das ist nicht gesund für die Viecher. So ist es unter alle Sau. Wie gesagt, ich will niemanden unterstellen, dass er es absichtlich reingeschmissen hat. Es war definitiv der Ballen da von meinen Wiesen unten am Weihe. Also die Wiesen, die wo da ist, nicht am Bandam. Woher ich das weiß, man sieht es und man riecht es. Ja. Beziehungsweise vor allem man sieht es. Eichenlaub habe ich nämlich auf meiner anderen Fläche nicht. Ja, das kann sein, dass es eine verloren hat. An dieser Stelle sei aber mal eins gesagt: landwirtschaftliche Flächen, Wiesen, Felder sind Privateigentum, da hat normalerweise keiner drauf rumzusappen. Weil anders kann so ein Ding normalerweise nicht verloren gehen in den Wiesen. Außer es hätte jemand mit Fleiß da reingehaut. Demjenigen, dem wünsche ich aber dann, dass er Blitz beim Scheißen erwischt. Ehrlich wohl. Weil was da damit angerichtet werden kann, wenn ein Rind, ein Pferd, ein Gas oder sonst was so ein Ding frisst, drauf beißt. Es geht von Verletzungen an der Schnauzen und am Maul über die Verschluckens, Verletzungen im Holz, im Schlund, Verletzungen im Magen bis hin zum Tod vom Tier. Das ist eine Quälerei. Jetzt fängt das Pissen an, ist klar. Sowas ist unverantwortlich. Also wer immer das verloren hat, wie gesagt, wer es absichtlich reinschmeißt, dem wünsche ich den Blitz beim Scheißen, dass es noch trifft. Man soll ja niemandem was Schlechtes wünschen, aber in dem Fall schon. Und
Wenn es jemand verloren hat, dann möchte ich an der Stelle noch einmal gesagt haben, das sind landwirtschaftliche Flächen, die gehören jemanden. Ich laufe bei euch auch nicht durch den Vorgarten. Ich lasse da weder die Hunde reinscheißen, weil ich habe ja auch zwei Hunde, ich könnte ja jetzt auch durchs Staffler gehen und könnte bei jedem, der wo einen Hund hat, meinen Hund reinscheißen lassen und ich könnte ja bei jedem im Garten rumsappen, weil ja, auch jeder, der wo quasi da unten auf der Wiesen rumsappt, der hat keinen Respekt vor dem Eigentum von anderen, sprich, könnte ich jetzt da nachher gehen und könnte dann bei denen im Vorgarten, im Gemüsebeet oder sonst wo rumlaufen, weil ist im Endeffekt das selber. Natur ist für alle da, das mag sein, aber mit Respekt sollten wir das Ganze auch behandeln. Man sollte vor allem nicht drin herumsappen, wenn man sowas einstecken hat und das dann verliert, weil sowas ist gefährlich. Und wie gesagt, in Wiesen drin oder in Feldern drin herumlaufen, das kannst du sowieso nicht leiden. Naja, das wollte ich an der Stelle gesagt haben. Ich mache jetzt meine Viecher gar fertig. Die warten nämlich schon. Aber das wollte ich einfach mal auf den Punkt gebracht haben. Ja Leute, und das war's dann mittlerweile für das Video. Ja, wie gesagt, Freitagabend, mir ist nicht passiert, was ich vorhin damit noch ausdrücken wollte. Ich meine, die meisten, die meiner Video gucken, sind selber aus der Landwirtschaft und kennen auch die Problematik und viele werden jetzt wahrscheinlich beistimmen und werden sagen, ja, das ist ein Problem, die Leute laufen drin herum, die Leute schmeißen irgendeinen Müll und was der Teufel, was alles rein. Ja, das ist halt alles, wie gesagt, ein wenig ein Problem. Ich habe so an der Bundesstraße gesehen, die fahren mit dem Auto vorbei, dann war die McDonalds-Tüten oder was der Teufel, irgendeine Giraffe fliegt zum Fenster hinaus, liegt im Chrom drinnen oder in den Wiesen, dann in den Flächen. Unten am Radweg, ja, da war dann entlang gefahren, da hat man irgendwas dabei, fliegelt man es rein, seien es die Bierflaschen oder sonst was. Dann hast du da oft einmal noch vom Gewerbegebiet, wo dann Drehgrüber geweht kommt. Also teilweise ist ja schlimm, was du an Müll drin findest. Ganz besonders schlimm sind immer die Hundekotbeutel, da stehen auch überall Müllarme. Die Leute haben die Kotbeutel dabei, da lassen sie ihren Hund scheißen. Und ja, dann machen sie das Zeug tatsächlich mit dem Kotbeutel weg. Das ist ja schön, finde ich ja in Ordnung, ist ja eigentlich auch der Sinn und Zweck davor. Aber den Kotbeutel dann zu nehmen und in die Wiesen rein zu schmeißen, das tut mir leid. Puh, keine Ahnung. Und das ist, wie gesagt, mit sowas da oder auch, ich meine, das ist jetzt auch iPhones-mäßig gewesen, aber wie gesagt, das ist riskant. Plastikstückler und dergleichen, alles, was da drin liegt in die Flächen, ist scheiße, ist gefährlich für die Viecher. Ist, wie gesagt, auch gefährlich beim Mäher oder sonst was, wenn es das erwischt. Du kannst das genauso gut in den Raven drin haben. Also wenn es jemand auf die Raven abgesehen hat oder so, ja. Kann da damit, aber ihr vergesst da alle, dass ihr da damit Lebewesen gefährdet. Und wie gesagt, also ein ganz großes Ding da an der Stelle noch einmal. Leute, Flächen, die landwirtschaftlich sind, egal ob Wiesen, ob Felder oder Wälder, die sind zum überwiegenden Teil Privatbesitz. Es ist nicht schön, wenn jemand durch eine hohe Wiesen durchläuft oder durch einen Bestand mit Getreide. Das kann man sowieso nicht leiden. Im Wald ist es noch manchmal geduldet, wenn die Leute spazieren gehen, dann sagt man okay. Aber wenn dann angefangen wird, dass überall der Schrott und der Müll abgelegt wird und wie gesagt, dass halt komplett ohne Respekt gehandelt wird, das haben wir jetzt auch gehabt mit den Schlieden vorher. Ja, es hat jetzt einmal ein paar durch Schnee gegeben, alles schön gut. Aber es hat geschneit und hat es auch gleich wieder gedauert. Wenn sie auch unbedingt malen, die müssen Schlitten fahren, sollen sie es machen, ja. Aber wenn es dann so dauert, dass dann mit Armut rüberfahren, die Erden unten herauskommt und man fährt da noch 10 Mal, also dann sollte eigentlich der gesunde Menschenverstand schon sagen, das ist scheiße, das macht man nicht. Und das ist Mist. Und zumal, wenn sie dann mit ihrer Schlitten im Winter war es drin fahren. Da schaut es heute richtig geil aus. Bin ich auch mal gespannt, was aufgeht. Ich begreife das nicht, das ist alles schön gut, aber ja, ein bisschen Respekt, weil genauso gut könnten jetzt die Bauern gehen, die wo Flächen haben, und könnten bei euch dann im Vorgarten ihren Bulldog parken oder könnten bei euch im Vorgarten die Hunde scheißen lassen, weil viele Landwirte haben vielleicht selber einen Hund, können wir ja auch mal machen. Alternativ, wir können ja dann auch mal die Kuhscheiße oder was nehmen, kann er so euch in den Garten reinfliegeln, obwohl das ist vielleicht dann sehr gut und hilfreich, freut sich vielleicht mancher noch welche in Gemüse. Aber es ist im Endeffekt genau dasselbe.
Es hört sich einfach nicht. Wenn man Müll irgendwo mit hinnimmt, dann nimmt man auch wieder mit heim. Wenn man irgendwas zerfressen irgendwo mit hinnimmt, hat es gegessen und hat das Papiergelump übrig, dann nimmt man das wieder mit heim. Das hat einmal der gesunde Menschenverstand irgendwann einmal gesagt. Und dann sollte man sich da auch dran halten. Ja gut, wie gesagt, mehr zu dem Thema suche ich jetzt nicht. Das musste jetzt aber einfach einmal mit raus, weil, wie gesagt, das ist heute ganz aktuell gewesen, brandaktuell. Und ich würde jetzt sagen, ja, ich setze mich jetzt noch und dann werde ich Video schneiden. Zeitwärts. Jo, dann sehen wir uns, denke ich, einmal nächste Woche wieder. Zu den drei. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Wir hören uns wieder, wir sehen uns wieder. Bis die doch. Servus.